Da fliegen zwei Raben neben ihnen auf und als Siegfried aufmerksam ihrem Flug nachsieht, stößt Hagen ihm den Speer in den Rücken. Tja. Entschuldigung, kannst du mir bitte sagen, wo ist meine Krawatte? Du kannst keine Krawatte zum Smoking anziehen. Eine Fliege, die ist unten in der zweiten Schublade, glaube ich. Ja, die Maria wird gezeichnet. Na, hoffentlich. Meine Güte. Sterbend grüßt Siegfried noch einmal Brünnhilde und dann, warum nicht seine Frau? Ja, und dann tragen die Mannen ihn auf einem Schilde heim. Erschüttert. Kai, soll ich das Buch mitnehmen? Kannst du hier lassen, ich kenn's auswendig aus Bayreuth. Du Bildungsbürger. Verzeihen Sie bitte, was machen Sie hier? Hat man Ihnen nicht Bescheid gesagt an der Kasse? Ich spiele heute nicht. Ich hab alles nur für morgen vorbereitet. Das ist doch morgen. Ich gehe heute in die Oper mit dem Kai. Ja, in die Götterdämmerung. Oh, meine Güte, ist das aber unangenehm. Hören Sie mal, das ist so peinlich. Es musste mal sein, wir haben uns diesen Abend mühsam freigeschaufelt. Es ging gar nicht anders. Wir haben so viel am Hals, Sie glauben es nicht. Das ist fürchterlich. Ja, nur gut, Sie können sagen, was stresst diese arme Frau so. Hat eh nichts zu tun, den ganzen Tag nichts zu tun, spielt am Abend 2 Stunden. Aber ich habe eine ganz tolle Sache vor. Ich sag's Ihnen jetzt, aber Sie dürfen es nicht weiter sagen. Aber nur, damit Sie wissen, warum ich heute Abend in die Oper muss. Ich habe eine Aufgabe übertragen bekommen. Ich muss die große Silvestersendung vorbereiten. Ja, stellen Sie sich vor, die ganz große Silvestersendung, die vom 31. Dezember 1999. Ja. Ich weiß. Ja. Ich weiß, einige von uns werden das Datum nicht mehr erleben. Aber gut, schön. Man kann auch sagen, 11 Jahre ist ja noch eine lange Zeit, aber das ist unglaublich kurz. Glauben Sie mir, bei einem solchen Unterfangen, und der Kai hat noch mehr am Hals, er ist auch noch nicht fertig. Sehen Sie, das ist typisch, nicht? Ich bin fertig, er sucht noch die Fliege zum Smoking. Also, er hat deshalb so viel am Hals, weil er die Leute engagieren muss für diese Sendung. Und das ist jetzt also auch aus dem Nähkörbchen geplaudert, wer sich in dieser Branche 2 Pointen in der richtigen Reihenfolge merken kann. Auf Jahre ausgebucht. Wir nehmen die Sendung auf für eine private Produktion, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich dann im Jahr 2000 von den Öffentlich-Rechtlichen gesendet werden, weil das die einzigen sein werden, die zwischen der Werbung noch ein paar kleine Beiträge bringen werden. Und dann, ich dachte mir, ich meine, wenn Sie schon mal da sind und wir müssen sowieso auf den Kai warten, könnte ich Ihnen vielleicht zeigen, wie ich mir den Anfang gedacht habe. Denn jetzt kann ich noch ändern. Wenn Sie meinen, das ist also nicht gut, dann mache ich, also ich dachte mir Folgendes, eine riesige 2000 hier oben, also nicht hier, dann in diesem Studio, eine riesige 2000 und dann wollte ich mich so zwischen den Nullen durch... Ja, so durchdrängen, ja. Und dann wollte ich eine Treppe herunter. Treppe ist gut, nicht? Treppe mit Dampf. Viel Dampf. Und dann komme ich also diese Treppe herunter und sage, meine Damen und Herren, immer wenn ein Jahrhundert zu Ende geht, kriegt eine eigenartige Stimmung auf. Und gar wenn ein Jahrtausend zu Ende geht, werden die Menschen auf eine merkwürdige Art unruhig. Sie haben Angst, dass Sie den Sprung ins nächste Jahrtausend nicht überstehen. Im Jahre 999 haben sich in Europa in der Silvesternacht Tausende von Menschen in den Schnee gelegt. Nackt. Gab es damals noch Schnee. Also nackt in den...
nackt in den Schnee geworfen, weil sie das nahende Ende spürten. Und heute? Ich bitte, Sie sind heute ungeduldig wie Kinder, die es nicht erwarten können, dass die Turmuhr 12 schlägt. Ist noch Zeit, meine Herrschaften, gedulden Sie sich. Es ist erst 5 vor 12. Machen Sie sich bequem. Hm? Lehnen Sie sich zurück, sagen wir mal, in die 50er Jahre. Wenn Sie wollen, in die Golden Twenties. Das ist nostalgischer Zeitgewinn. Breiten Sie die Arme aus. Dann spüren Sie mit den Fingerspitzen, ja, Sie erreichen ihn noch, Kaiser Wilhelm II. Hier. Und mit der Fußspitze den Thronfolgerenkel von Helmut Kohl. So. Stellen Sie eine Karaffe Rotwein auf den Tisch. Zünden Sie eine Kerze an. Halten Sie einen gut aufgelegten zu Spätromantiker dezent im Hintergrund. Ja, Maler. Maler passt wunderbar zum apokalyptischen Aperitif. Ergreifen Sie Ihr Glas, schauen Sie von Ihrem leicht erhöhten, aber immer noch demokratischen Standpunkt auf die Landschaft zu Ihren Füßen am Horizont, ein roter Feuerball. Für das Auge mag er unbeweglich verharren, aber die Erfahrung sagt Ihnen, dass er schon bald den Horizont touchiert und auf die kultivierte Landschaft niedergeht. Warum auch nicht? Schließlich leben wir im Abendland. Der Name ist ein Programm. Trinken Sie ohne Hass. Denken Sie an den römischen Weinbau, an Colonia Agrippina, Kölnischwasser, Kanalisation, nein, das ist doch vielleicht ein zugewagter Sprung. Aber überlegen Sie, was haben wir nicht alles geleistet? Wir haben Städte gegründet, Früchte kandiert, Herden gezüchtet, Kriege und Land gewonnen, Steuern erhoben, die Geister aus den Bäumen vertrieben. Ja, Geschichte war für uns machbar. Wir haben Gewürze gebraucht. Was haben wir klugen Menschen getan? Wir haben Indien gesucht, Amerika gefunden. Das war unser Verhängnis. Also, meinen Sie, es kann so bleiben? Sie können es aber ruhig sagen. Ich kann es ja, wenn es zu elegisch wäre oder so, ich kann es im dritten Programm immer noch verwenden. Aber ich dachte mir, wissen Sie, ich komme so gut vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich finde, also Amerika gefunden und Indien gesucht, besser kann man es nicht ausdrücken. Ne? Es ist Geschichte für Naturwissenschaftler. Kai, meine Güte, das kann doch nicht so schwierig sein, eine Fliege zu finden. Der Riesenhuber trägt jeden Tag eine. Haben Sie gesehen, was da alles hängt? Alles Themen. Ich muss ja nicht nur aktuell sein in dieser Silvesternacht, ne? Ich muss ja auch das Jahrtausend wenigstens streifen. Ich habe mir gedacht, vor dem ersten Werbeblock dachte ich, Luther, Galilei, Französische Revolution. Gut? Ja, wissen Sie, am Anfang kann ich es ja noch locker angehen. Ja, da flippen ja die Leute noch nicht durch alle Kanäle, da machen sie doch nicht dieses Channel Crossing. Ne? Aber dann kommt, dann muss ich. Dann muss ich auf alle Aktualitäten eingehen, die noch also bis zum Jahr 2000 passieren werden. Also, ich habe mir was notiert: Blüm tritt zum 12. Mal gegen Rau an. Ja, nun, ich weiß ja nicht. Dann die von der Kabinettsumbildung müsste ich auch, ne? Da glaube ich ja, aber wissen Sie, so viel Aufwand für 6 Wochen. Ne? Dann, das ist auch wichtig, Versuch der Grundgesetzänderung, damit Rita Süssmuth außer Bundestagspräsidentin auch noch in mindestens 3 Ländern Ministerpräsidentin werden kann, weil die Personaldecke ja so dünn wird bei denen. Was habe ich dann noch? Stoiber schlägt die Fremdenlegion für den Friedensnobelpreis vor. Beckenbauer droht mit Rücktritt. Dann, oh ja, das ist auch sehr schön, Sitzstreik von Feber-Chef Benningsen-Förder vom Zaun in Wackersdorf. Und 1993 wird Lafontaine aus der SPD ausgeschlossen, weil er für die Freitagsarbeit ist. So.
Das habe ich dann noch. Der Euro-Scheck gilt auch im Ostblock. Dann die große Möllemann-Affäre 1994, um die komme ich nicht rum. Er hoffentlich auch nicht. Und dann ist auch ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen, den Besuch des amerikanischen Präsidenten in Berlin. Das war ja unglaublich, nicht? Der Bush hat mir auch leid getan. Er konnte ja nicht sagen, ich bin ein Berliner. Das wäre eine Doublette gewesen, nicht? Dann konnte er auch nicht sagen, ich bin ein Demokrat. Das hätte den Dukakis gekränkt. Aber ich meine, der stellt sich in Berlin hin und sagt, ich bin ein Republikaner. Also, aber da sehen Sie. Da sehen Sie, mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen haben werde in dieser Silvesternacht. Ja, das darf ich auch nicht vergessen. 1991 erklären die Republikaner die CDU durchaus für koalitionsfähig. So, wieder auf die Französische Revolution zurück. Die ist schwierig, weil sie leicht kopflastig werden kann. Nicht? Und da muss ich also warten, sagen wir, bis dann die Guillotine da ist. Da ist actionmäßig auch was los. Dann wollte ich mich so ein bisschen ranspielen und dann singen zum Trommelwirbel. Aber nicht jetzt, ne? Ich probiere erst. Also, ça ira, ça ira, ça ira, runter mit dem Kappes. Wenn er ab ist, brauchst du kein Bett und kein Bankkonto mehr. Spaß, dir Hut und Schlips und den Friseur. Der Oberexekutor steht Kraft seines Privilegs drei Schritte abseits. Leicht erhöht, umleuchtet von Autorität. Besoldet nach A6. Zu wenig? Zu wenig, ja? Aber B6 ist zu viel, hab ich gehört, ne? Also Sie sagen mir noch, ja? Damit ich mich nicht vertue. Er ist ein verantwortungsvolles Amt, aber zu viel darf man da auch nicht. Aber einige reagieren heute nach H4, habe ich das Gefühl. So. Jetzt müssen Sie rätseln, wie viel das ist. Gut. Unsere Revolutionen, die waren nicht mehr so aufregend wie die französische. Es war ja auch der Sturm auf die Bastille. 1832, die Revolution bei uns, hieß zum Beispiel Hambacher Fest. Klingt ein bisschen nach Cannstatter Vasen, ich sehe es ein. Aber es fand statt auf dem Hambacher Schloss. Und ich sehe hoffentlich nicht Überforderung aufblitzen in Ihren Augen. Das Hambacher Schloss sehen Sie jede Nacht, kurz vorm Einschlafen. Es liegt unter der Hymne. Das ist das Hambacher Schloss. 1848, die Revolution, die war dann schon sehr handfest, das muss ich zugeben. Aber sie wird heute komischerweise so als Biedermeier-Revolution abgetan. Und ich glaube, es liegt daran, dass 1848 Studenten beteiligt waren, so in voller Wichs und farbentragend und schlagend und so. Und wo stehen die heute? Aber damals wurde auf sie geschossen. Und wissen Sie warum? Nur weil sie Patrioten waren. Heute schießen die Patrioten. Also wie heißen sie, die demokratisch geläuterten Patrioten. Sie wissen, wen ich meine, dieser kleine Zwergfaschist in Berlin, der Herr Andres, der immer nur reden darf, wenn Schönhuber nicht dabei ist. Dann darf er was sagen. Das ist der gesagt hat, Deutschland heißt ehrlich sein, pünktlich sein, sauber sein. Und dann, ja, dann hat ihm ein Journalist gefragt, hören Sie mal, wie ist denn das, gegen Sie läuft doch irgendein Verfahren wegen Urkundenfälschung. Sagt er, auch da bin ich absolut ehrlich gewesen, ich habe immer zugegeben, dass ein Verfahren gegen mich läuft. Also ich singe jetzt ein Lied über den Minister Z. Ich sage Minister Z, aber Sie wissen, wen ich meine. Also all diese, so wie die Dreggers, die dauernd von sich behaupten, sie wären Patrioten, und alle Leute, die das nicht unentwegt von sich selber sagen, für vaterlandslose Gesellen erklären. So. Als der Minister Z sich so wie immer schlaftrunken in sein Bett begab, trat ein Gespenst ein in sein Zimmer, das auferstanden war aus seinem Grab. Gott steh mir bei, rief da der fromme Mann, ein Terrorist, wenn auch zum Glück schon tot. Mit dumpfer Stimme sprach der Geist ihn an: Was zitterst du? Ich bin ein deutscher Patriot. Ich hab es lang genug ertragen und eurem Treiben zugeschaut. Ihr habt gefoltert und geschlagen. Ihr habt uns Deutschland geklaut. Ihr habt uns
Deutschland geklaut. Da hielt der Herr Minister ihm entgegen, also das siehst du sicher absolut verkehrt. Der Feind steht links. Wir Rechten legen auf Nationalbewusstsein größten Wert. Das, sprach der Geist, war unser Untergang. Nationalist sein hieß, zu meiner Zeit, von einem Deutschland träumen ohne Zwang, von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ihr habt die Fahne uns entwunden, das Schwarz-Rot-Gold war einmal Revolution. Ihr habt das Freiheitslied zersungen, auf Feiern der Reaktion, auf Feiern der Reaktion. Wohlsein, Herr Kamerad. Da rief der Herr Minister empört. Dein Deutschland, Deutschland über alles hat immer schon uns Rechten gehört. Das ist nicht wahr, sprach das Gespenst. Ihr habt nur seinen Sinn verändert und in sein Gegenteil verkehrt. So habt ihr unseren Traum verlacht und unsere Hoffnungen entweiht. Mit Deutschland meint ihr immer nur eure Macht. Wir meinten einmal damit menschlich. Der Herr Minister wollte nicht mehr streiten. Weißt du, dein Deutschland ist mir eh zu klein. Nimm es zurück. In diesen Zeiten muss jeder Rechte Europäer sein. Da schien der Geist die Fassung zu verlieren und sagte dumpf, ja, das kann doch wohl nicht sein. Lässt man euch jetzt Europa auch ruinieren? Wenn das geschieht, grab ich mich wieder ein. Ich hab es lang genug ertragen, und eurem Treiben zugeschaut. Ihr habt gefoltert, habt geschlagen. Ihr habt uns Deutschland geklaut. Ihr habt uns Deutschland geklaut. Uli, ich hätte hier gerne eine Dissonanz. Danke. Ich bin einmal gefragt worden, was ich denn gerne geworden wäre, wenn ich nicht Kabarettistin sein würde. Und da habe ich nicht gewusst, was ich antworten soll. Stellen Sie sich das vor. Ja, aber jetzt weiß ich, ich habe es mir überlegt. Ich wäre gerne Fremdenführerin in der Walhalla. Ist ein griechisch-römische Freistiltempel bei Regensburg. Donaustauf heißt der Ort, da ist die Walhalla. Da sind alle deutschen Helden versammelt. Stellen Sie sich das vor, gipsköpfig, kalt, aber nahbar. Gegen Eintrittsgeld sind sie nahbar. Da wäre ich gerne Fremdenführerin, denn das stelle ich mir herrlich vor unter allen deutschen Helden. Nicht? Auch die echte Walhalla muss ja herrlich gewesen sein. Ich komme wegen Götterdämmerung drauf. Sie wissen, das waren also diese die Walküren, diese stämmigen Mädels, die schritten dann, nicht mit so hohen Absätzen wie ich, aber sie schritten über die Walstadt, so hieß das Schlachtfeld, und dann sahen sie einen toten Helden liegen, erkannten ihn als solchen, hoben ihn auf, mit Sack und Pack, mit Rüstung, mir nix, dir nix, über die Schulter und ab nach Walhall. Und es muss Zeiten in der deutschen Geschichte gegeben haben, da mussten diese armen Dinger wahrscheinlich Sonderschichten fliegen. Wotan Airlines. Ja. Bitte stellen Sie vor dem Start das Schwertgeklirr ein und klappen Sie die Schilde in eine aufrechte Position. Natürlich kann es Situationen geben, die ein bisschen schwierig sind, das gebe ich zu. Ich habe mir überlegt, was mache ich, wenn eine Gruppe, ja, sagen wir, linke Geschichtsreferendare kommen. Und dann ist bestimmt ein so Kecker drunter, der dann sagt, Entschuldigung bitte, wieso steht hier Moritz von Sachsen, ein reiner Berufssöldner, ein Leasingsoldat, würde man heute sagen, und Karl von Ossietzky nicht. Da habe ich mir überlegt, dann würde ich sagen, junger Mann, wenn Sie in Bayern Geschichtslehrer werden wollen,
dann müssten Sie sich frühzeitig in der Kunst des Fragens üben. Ja. Oder kann ja auch sein, dass mich dann plötzlich einer fragt, bitte, wieso steht Goethe neben Gneisenau? Was sage ich da? Also mit dem Alphabet kann ich nicht kommen. Ne? Nein, das wäre zu blöd. Aber er steht aus alphabetischen Gründen neben Gneisenau. Dabei neben Goethe müsste Schiller stehen oder wenigstens Frau vom Stein. Aber die hätte keine Chance, denn diese 122 Gipsköpfe, alle männlich, drei sind weiblich davon, zwei Kaiserinnen, eine Markgräfin. Also dagegen herrscht im Bonner Parlament das reinste Matriarchat. Aber nehmen wir mal was ganz Schweres. Es kommt eine amerikanische Reisegruppe aus Texas. Ganz schwer schon, ne? Sie wissen, das sind die auf Geschichtsfastfood abfahren. Haben nie Zeit, nie. Ja, höchstens 10 Minuten zwischen dem Nürnberger Bratwurstglöckel und der Mozartkugel in Salzburg. Von Geschichte wissen sie auch nicht viel, also Mittelalter ist für die ein Mann um die 40. Ja, nur stellen Sie sich vor, dann kommt einer und fragt mich, bitte, wo steht hier der letzte Bayernkönig? Ja, was sage ich da? Er müsste ja hier stehen. Ich finde diesen Streit so albern zwischen Rott und München. Da gehört er hin. Ja. Das hat doch was Schicksalhaftes. Direkt aus den Waldungen von Regensburg im Kampf Mann gegen Wild, abberufen in die ewigen Jagdgründe, zu Grabe getragen mit einem Trauermarathon von der Länge eines halben Oktoberfestes. Ja, die alten Götter leben noch. Der Mann gehört nach Walhall. Na, nun drücken Sie mal ein Auge zu. Doch, 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 sind ehrenwerte Leute, wie wir. Wir sind doch ehrenwerte Leute. Wir mögen keine Gaunerei. Nur mühsam folgen wir der Meute und bilden uns darauf was ein. Die Politik ist uns zuwider, die Spießer sind uns viel zu bieder. Doch unsere größte Tugend ist gewiss die Fähigkeit zum Kompromiss. Ach, lassen wir doch 5-mal gerade sein. Ach, seien wir doch mal nicht so streng. Wir gießen etwas Wasser in den Wein. Was macht das schon? Was macht das schon? Wir sehen das nicht so eng. Wir sehen nicht gern die Wälder sterben. Wir sehen das, was geschehen muss. Das kann uns aber nicht den Spaß verderben am Porsche und am Überfluss. Wir wollen die Giftchemie vernichten, doch nicht auf irgendwas verzichten. Denn unsere größte Tugend ist gewiss die Fähigkeit zum Kompromiss. Ach, lassen wir doch 5-mal gerade sein. Ach, seien wir doch mal nicht so streng. Wir gießen etwas Wasser in den Wein. Was macht das schon? Was macht das schon? Wir sehen das nicht so eng. Wir hassen Tricks und Gaunereien, es sei denn, dass wir mitkassieren. Wir mögen keine Schweinereien, wenn wir dabei nicht auch kassieren. Die Politik wird immer schlimmer. Wir wählen aber eigentlich wie immer. Doch unsere größte Tugend ist gewiss die Fähigkeit zum Kompromiss. Ach, lasst uns doch ganz einfach lauwarm sein. Wir mögen es ja nicht heiß und kalt. Wir reden große Ideale klein. Was heißt hier gut? Was heißt hier schlecht? Wir arrangieren uns halt. Und das nennen wir dann politische Kultur. Kultur, was ist Kultur? Ich kann Ihnen nicht sagen, was Kultur ist. Ich kann Ihnen aber sagen, wenn Kultur ist. Kultur ist, wenn das große Haus gestrichen voll ist. Dann ist Kultur. Kenner der Szene sprechen vom intendierten Theater.
Theater mit Intendant. Man teilt es ein in 3 Sparten, Klassiker, leichte Unterhaltung, sozialkritisches am Stück. Das hat den großen Vorteil, dass man Klassiker nicht mehr unbedingt auf heute trimmen muss. Ach, wissen Sie, endlich einmal wieder Schillers Räuber sehen zu dürfen, ohne an die Deutsche Bank denken zu müssen. Aber was muss man lesen? Da war es noch gar nicht so lange her, da hatte man Uwe Barschel zu Grabe getragen, ganz vorsichtig, um ihn dann schließlich doch fallen zu lassen. Da erschien er auf einem Plakat in Heidelberg. William Shakespeare und Uwe Barschel. Macbeth in the Bathtub. Ein Karrierist inszeniert seinen Abgang dans son Kabarettzimmer 317 in friedlichen Genf, wo es schon immer abgerüstet wurde oder zumindest die Obergrenzen des Wahnsinns festgelegt wurden. Da stieg Barschel ab. Das Hotel Beau Rivage führt in seinem Prospekt den Slogan: Hier steigen Leute ab, für die das Leben noch eine Kunst ist. Im Hotel Beau Rivage, im schönen Genf, Zimmer 317, auf dem Bett ein aufgeschlagener Sartre. Also wenn das keine Kultur ist, also doch eine handgeschriebene Dramaturgie mit geschickten Regieanweisungen. Wo aber verschwand die Flasche Bordeaux? Wer ließ das Badewasser ein? Wie kam dieses Lächeln in sein Gesicht? Wer hat die Spuren von Kiel verwischt? Über allen Gerüchten ist Ruhe. Bleibt noch die Frage, wer drückte Barschel die Augen zu? Macbeth in the Bathtub. Ein Polit-Thriller. Tragisches Ende eines Mannes, der die Macht behalten wollte. Oh bitte, Entschuldigung, Verzeihung, vergessen Sie diesen Satz ganz schnell, ja? Er war falsch. Bei uns will kein Politiker die Macht. Alle wollen nur Verantwortung übernehmen. Bürger fragen noch, Politiker verantworten schon. Für Uwe Barschel. Für Uwe Barschel muss niemand mehr Verantwortung übernehmen. Die Angelegenheit ist beigesetzt. Die Bundesregierung hat damals schon, als sich die Schlagzeilen überschlugen, die Schweizer höflich um Selbstmord gebeten. Als man Uwe Barschel zu Grabe trug, ganz vorsichtig, um ihn dann schließlich doch fallen zu lassen, schrieb die Bild-Zeitung: Uwe Barschel ohne Herz und Hirn beigesetzt. Da sage noch einer, Bild lügt. Es gibt Leute, die meinen, Uwe Barschel wäre nicht mehr aktuell. Das ist ein großer Irrtum. In der Bundesrepublik wird Uwe Barschel immer aktuell sein. Er ist keine Frage der Aktualität, er ist symptomatisch. Der Kieler Untersuchungsausschuss, der war schon, ja, der ging, ne? Doch, ja, fand ich. Der in Hanau, ich weiß nicht, Sie wissen, der Nukem, Alkem, Pacem, Eternam, Dona Nobis. Die Geschichte, ja, also... Ein Fass haben die da nicht aufgemacht. Ne? Aber die anderen Untersuchungsausschüsse, ich glaube, es laufen noch 4 oder 5 oder 6 sogar, nicht? So was um die Drehe. Aber was mache ich mit den Untersuchungsausschüssen in der Silvesternacht? Geben Sie mir bitte einen Rat. Über die Affären selbst kann ich nicht reden, da wäre ich im Jahr 3000 noch dran. Aber die Untersuchungsausschüsse, und die sind ja in den seltensten Fällen interessanter als die Affäre selbst. Ich dachte mir, wenn ich das sportlich aufziehe, was meinen Sie so? Also so in der Art, wer in einer Legislaturperiode 4 Untersuchungsausschüsse übersteht, ohne Satz, Punkt und Gesichtsverlust, gewinnt den Grand Slam. Ja? Wobei Graf nicht unbedingt mit Steffi gleichzusetzen wäre in diesem Fall.
Kai, der hat, ich fliege immer noch nicht. Kai, wir haben die Ouvertüre schon versäumt. Celli wollte ich hören. Celli, ja. Und schöne Stimmen. Ach, hohes C, nicht so was Heiseres wie mich. Also, ach, Sie haben sicher alle eine schöne Stimme, ne? Alle, ne? Wie Sie da sind. Doch. Doch, jeder einzelne von Ihnen. Nur was machen Sie mit ihr? Hm? Alle 4 Jahre brauchen Sie sie mal. Und was habe ich Ihnen jahrelang gepredigt? Sie müssen zugeben, ich habe nie gesagt, wen Sie wählen sollen. Aber was da jetzt in Bonn rumhängt. Nein, nichts. Das nehme ich nicht auf meine Kappe. Ich weiß, Demokratie ist eine schwierige Staatsform, klar. Sowas hat ja einen Scholz überhaupt erst möglich gemacht. Ja, er geht zu Springer, haben Sie gehört, habe ich heute früh gelesen. Ja, vom Tiefflug zum Tiefdruck geht er. Vielleicht geht er auch nach Brüssel, da ist ja, der Wörner ist ja schon da und der Bangemann ist da und alle gehen sie nach Brüssel. Wir müssen nur aufpassen, dass Brüssel nicht zur Endlagerstätte wird für ausgebrannte Elemente. Ich glaube, dass es diese Genialität ist, die bewirkt, dass sich in der Wirtschaft eine gewisse Arroganz breit macht, Politikern gegenüber. Finden Sie nicht auch? Man sollte viel mehr der Wirtschaft überlassen, also noch mehr, als sie jetzt schon zu sagen hat, finde ich. Es würde diese Unsicherheit auch aufhören. Ich bin manchmal sehr verunsichert. Ich gebe das ehrlich zu, wirklich. Wenn ich zum Beispiel heute höre, in Griechenland ist eine Würstchenbude in die Luft geflogen. Kyros oder wie man das nennt. Da frage ich mich sofort, Moment, was war das jetzt? War das Pfusch am Bau, Terror oder schon wieder der niedersächsische Geheimdienst? Oder das hat mich auch so verunsichert, die Geschichte mit den 3 Eskimos, die im Packeis angeschlossen waren und die 3 Grauwale, die geschwommen sind und die russischen Eisbrecher geholt haben. Können Sie sich erinnern? Tierisch war das. Also ich finde, je tierischer es in der Welt zugeht, umso menschlicher wird es eigentlich. Finden Sie nicht? Doch, überlegen Sie mal, was haben wir doch, was zittern wir, wenn wir von den armen Seehunden hören, nicht? Da sind wir doch richtig betroffen, wenn wir von armen Robben hören. Also, es wäre besser in der Welt, glaube ich, wenn wir in unserem Nachbarn eine Robbe sehen würden. Ja, aber doch mal Hand aufs Herz. Überlegen Sie mal, würden Sie auf der Autobahn mit 180 Sachen noch auf die Lichthupe reinhauen, wenn in der Ente vor Ihnen 2 Robben säßen? Tja, so ist der Mensch. Aber was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Ein Raubtier? Ein unbequemer Gast auf Erden? Krone der Schöpfung? Ein mit roten Blutkörperchen vollgestopfter Hampelmann? Ist der Mensch ein Attentat der Natur auf sich selbst? Oder nur eine schlechte Laune der Natur? Ist der Mensch autonom? Im wahrsten Sinne des Wortes Homo sapiens, der mit dem großen Gehirn, diesem lautlos arbeitenden Selbstmordinstrument, von der Konsistenz eines frischen italienischen Schafskäses, wie man ihn auf jedem Bauernteller findet. Ist der Mensch doch ein Irrläufer der Evolution? Kann er überhaupt in Gemeinschaften leben? Gibt der Mensch berechtigten Anlass zu Hoffnungen? Wenn Gott tot ist, wie lange macht es dann noch der Mensch? Keine Panik. Wir schaffen das schon. Doch, über unseren Häuptern verwittert zwar bereits der Humanismus, das Gesicht des Menschen verschwindet, als wäre es am Meeresufer in Sand gemalt, schrieb ein Philosoph.
Hoho, so, so. Die Philosophen, ruft Karl Marx aus dem Grabe, die Philosophen wollen die Welt immer nur verschiedentlich interpretieren. Es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Mit einem guten alten deutschen Wort, Perestroika. Und stünden wir jetzt in Moskau auf dem Roten Platz, wo der Genosse Lenin in seinem monolithischen Mausoleum fast täglich die Parade der Freiwilligen spaziert, würden wir merken, dass der Genosse Lenin in diesem Moment den Kopf hebt und sagt, da, da. Es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Wir müssen es darauf ankommen lassen. Schon wegen unserer Kinder. Erinnern Sie sich noch? An jene unverschämte Zuversicht, mit der die Eltern ihre Kinder einst umgaben. Dieses, du sollst es einmal besser haben. Das gestern war nur ein Linsengericht. Das morgen war Sekt und Kaviar. Wie selbstverständlich das war. Doch während die Menschen rechts herum tanzten, Verbrechen verdauten, Herzen verpflanzten, Atombomben bauten, Computer erfanden, kam ihnen die Zukunft abhanden. Es gab mal eine Zeit, die wie ein permanenter Frühling war, in dem sich jeder auf den Sommer freuen konnte und auch der Ärmste sich in einer Hoffnung sonnte. Schon damals war unsere Welt in Gefahr, doch wir dachten, ach, die Menschheit schafft das schon. Echt glückliche Generation. Während die Menschen Autos bewegten, Fernsehen schauten, Gene zerlegten, Hamburger kauten, den Raum überwanden, kam ihnen die Zukunft abhanden. Es ist uns peinlich, Enkelkinder, doch wir können es nicht verschweigen, wenn wir euch unseren Nachlass zeigen. Eine Position ist leer, ihr kämmt ja doch dahin. Es gibt keine Zukunft mehr. Wir haben euch gelehrt, wie man der eigenen Fantasie entgeht und wie man Geld verdient, fast ohne jede Mühe. Wir lehrten euch den Tanz um unsere heiligen Kühe, wie man sich mit dem Winde dreht. Doch fragt uns nicht, wie man lebt und liebt, wenn es keine Aussicht mehr gibt. Denn während die Menschen an Kriegen verdienten, die Börse studierten, die Meere vermienten, Politiker schmierten, Konzerne verbannten, kam ihnen die Zukunft abhanden. Einfach so. Kam ihnen die Zukunft abhanden. Man spricht immer von Fin de Siècle-Katastrophen und ich habe mir überlegt, was könnte die Katastrophe am Ende dieses Jahrhunderts sein? Und ich bin für mich zu einer Antwort gekommen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich könnte es ausdrücken mit Verlust des Glaubens oder Verlust des Vertrauens oder Verlust der Glaubwürdigkeit. Wenn ich heute in einer Zeitung lese, dieser und dieser Politiker hat sich bestechen lassen, dann rege ich mich nicht darüber auf, also ich finde das mittlerweile selbstverständlich. Ich frage mich aber sofort, ist das zu fassen? So wenig hat der nur genommen. Wenn ich höre, der Hauptbelastungszeuge in einem Untersuchungsausschuss hat am Tag vor seiner Aussage leider einen Kreislaufkollaps erlitten, dann sage ich mir, aha, und was hat er für das Herzflattern gekriegt? Wissen Sie, man sagt immer, man muss halt Kröten schlucken in der Politik. Wie viele? Wie viele Kröten kann man schlucken, ohne daran zu ersticken? Und was mich am meisten ärgert, ist, dass sie sich nicht einmal die Mühe nehmen, uns auf eine raffinierte Weise zu belügen oder zu begaunern. Oder nein, einfach so, paff dich, ins Gesicht, friss Vogel oder stirb. Da verbrennt Herr Teltschik einen Brief über die Lieferung von U-Boot-Blaupausen nach Südafrika. Verbrennt den Brief und sagt,
er habe ihn nicht für wichtig gehalten. Überlegen Sie mal, das würde ein Kind mit seinem Mathematikheft probieren. Wir erfahren, dass es Salmonellen in der Nordsee gibt. Können Sie sich erinnern, wann wir das erfahren haben? Am Tag, an dem die Ferien zu Ende gegangen waren. So ein Zufall. Ja, ich frage mich mal, für wie blöd halten die einen? Ja, für genauso blöd, wie wir sind. Ein Finanzminister in einem Land, Sie können sich aussuchen, es gibt in drei Ländern drei Finanzminister, nehmen Tausende von Mark, einer für Spielbankkonzession, der andere für was anderes und der dritte wieder für was anderes und sagt, er kann sich überhaupt nicht erinnern. Nein, nix, also wie weggeblasen, weg. Aber eins weiß er genau, es hätte alles seine Ordnung gehabt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, sagte ein weiser Mann im alten Griechenland, bevor er den Schierlingsbecher austrank. Ich weiß nicht mehr, was ich gewusst habe, sagte 1000 Jahre später, im Mittelalter, ein Wissender angesichts der Folterwerkzeuge der Inquisition. Heute verteidigt sich die politische Unschuld mit den Worten. Das soll man mir ja erst mal beweisen, dass ich was gewusst habe. Wissen Sie, was das ist? Wir denken zu wenig. Wir denken viel zu wenig. Dabei ist es so wichtig zu denken. Denken in allen Variationen, umdenken. Nur bitte Vorsicht beim Nachdenken. Das ist gefährlich. Man denkt nach, man denkt nichts Böses. Und plötzlich ist es passiert, man denkt quer. Ja, und dann sind Sie ein Querdenker. Das ist schlimm und Querdenker gibt es ja schon genug. Also bei der CDU, der Biedenkopf, der Glotz bei der SPD. Bei der FDP fällt mir im Moment der Name nicht. Die Grünen denken grundsätzlich, da kreuzt sich quer. Ich habe ja also den Begriff Querdenker eigentlich nie richtig verstanden in Bezug auf die Parteien. Denn um quer zu denken, muss man ja zu etwas querdenken. Also der Rest der Partei, da müsste eigentlich eine gerade Linie erkennbar sein. Aber vielleicht bin ich auch zu pessimistisch, wenn ich glaube, es ist nicht richtig, dass in den großen Denkzentralen unserer Parteien die Kurzarbeit zum Idealfall erklärt wird. Aber ich meine, vielleicht gewöhnen wir uns dran. Wir haben uns ja auch an die Kommentare gewöhnt, die also eigentlich so eine bayerische Heimatdichterart haben. Aber jetzt ist, haben Sie auf diesem Wege mal herzlichen Glückwunsch an Herrn von Lojewski, der also Intendant in Berlin geworden ist. Schön für uns, nicht? Intendanten sprechen keine Kommentare mehr. Ich finde es so traurig, dass anscheinend in jeder Parteizentrale der Parteivorstand dem Vordenker sagt, Junge, nimm es uns nicht übel, aber für den Vorstand bist du zu intelligent. Damit liegt die Qualifikationsnorm eines Parteivorstands fest. Er möchte mindestens so dumm sein, wie sich die Partei den Wähler wünscht. Von Peter Glotz sagt die eigene Partei, der hat hervorragende Ideen. Ach, hat der gute Ideen, der Junge. Mein Gott, aber es versteht ihn halt keiner in Bayerisch-Kongo. Dabei wissen Sie, der Glotz und der Biedenkopf werden schon auf einer viel niedrigeren Ebene nicht verstanden. In der eigenen Bundestagsfraktion. Und dann haben Sie einen Riesenfehler. Sie werfen beide immer zu schnell das Handtuch. Es liegt an der Erziehung sicher. Wahrscheinlich hat Ihnen die Mutter zu oft gesagt, Junge, Junge, glaub mir, der Klügere gibt nach. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, eine gute und eine schlechte. Man muss nur die richtige wählen. Doch glaub bloß nicht, wenn zwei sich streiten, dass am Ende der Wortgefechte die besseren Argumente zählen. Wo? Wieso? Der Klügere gibt doch nach. Der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach. Er stellt sich nicht in die Quere. Der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach. Ihm ist Bescheidenheit Ehre. Der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach.
ist das klug. Das ist dumm. Weil dann alle, die nichts zu sagen haben, das Sagen haben. Nach den Evolutionsgesetzen siegt der Starke über den Schwachen. Der Grobe verdrängt den Subtilen. Glaubt nur nicht, um sich durchzusetzen, müsste sich einer Gedanken machen. Er muss nur mit den Muskeln spielen. Wie dumm. Warum? Ja, der Klügere gibt doch nach. Der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach. Ihm ist Bescheidenheit Ehre, der Klügere gibt nach. Er stellt sich nicht in die Quere, der Klügere gibt nach. Ist das klug? Ach was, das ist so dumm. Weil dann alle, die nichts zu sagen haben, das Sagen haben. Nüchtern und unverstellt fasst dieser Spruch der Mütter und Ammen das ganze Elend der Welt zusammen. Der Klügere gibt nach. Bei meiner Ehre, das ist die Misere. Unsere tägliche Katastrophe, unser Umweltminister, hatte wieder einen hervorragenden Einfall. Kopfüber in die Materie tauchend, forderte er rückhaltlose Aufklärung, verschärfte Maßnahmen, sofortiges Handeln ab 1992. Und etwas ganz, ganz Wichtiges, Opferbereitschaft der Bevölkerung. Schon für lumpige 20 Milliarden wäre die Nordsee zu retten. Ich sage Ihnen, am 31. Dezember 1999, wer das bezahlen soll. Meine Damen und Herren, werde ich sagen, natürlich das Verteidigungsministerium. Wenn 180 Tornados gleichzeitig in die Nordsee fallen, wäre das Geld schon beisammen. Tja, und warum auch nicht? Es sind ja auch 200 Starfighter abgestürzt. Die Tornados halten mit. 29 hat die NATO schon verloren, zwei davon direkt in die Nordsee, macht zusammen 180 Millionen. Sie sehen, meine Damen und Herren, das Geld ist da. Es fehlt nur der politische Wille. Mit jedem abgestürzten Tornado wird klarer, dass wir ein neues Kampfflugzeug brauchen. Der Jäger 90, meine Damen und Herren, ist das erste Kampfflugzeug der Bundeswehr, das nicht aus militärischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen gebaut wird und aus arbeitsmarktpolitischen Gründen abstürzen wird. Wie der Golfkrieg gezeigt hat, lassen sich auch mit zivilen Flugobjekten gute Geschäfte machen, weil ja die intelligente Munition von noch intelligenteren Menschen erfunden wurde. Und selbst wenn die Besatzung eines Kriegsschiffes nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, die intelligenten Sprengköpfe finden ihren Weg. So hilft einer dem anderen. Europa baut den Airbus, Amerika schießt ihn ab. Wo immer die Bundeswehr mit intelligenter Munition aufkreuzt, kann sie durch einfaches menschliches Versagen das Bruttosozialprodukt steigern. Wie viele Menschen im Golfkrieg als Endverbraucher herangezogen wurden, ist noch nicht bekannt. Bekannt ist, dass der irakische Staatspräsident bei VW do Brasil 40.000 VW Passat bestellt hat für die Witwen gefallener Golfkrieger. VW do Brasil ist mit diesem Trostpflasterauftrag wieder auf die Beine gekommen. So hilft einer dem anderen bis zum nächsten Waffenstillstand. Was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist ein neuer internationaler Krisenherd in gesicherter Entfernung. Kaum gesagt, schon gefunden. Dank der Treffsicherheit unserer amerikanischen Freunde sind wir ja nicht mehr auf die zufällige Materialermüdung angewiesen. Nur was für Gaddafi die große Syrte ist, ist für Bush Rheinland-Pfalz.
Nirgendwo in Europa, meine Damen und Herren, lagern sonst noch so viele C-Waffen made in USA. Aus dem Tagebuch eines Waffenhändlers in Memoriam Wolfgang Franke. Es muss der Mensch sich nach der Decke strecken. Es muss ein jeder sehen, wo er bleibt. Es ist nicht immer Krieg an allen Ecken. Drum muss man zusehen, wo man Handel treibt. Wir hatten runde 40 Jahre keinen. Wir sagen nebenan und frisch, frei Haus. Drum bin ich unverdrossen auf den Beinen und such mir um die Ecke einen aus. Ich komm allemal auf meine Kosten. Kleinvieh macht doch stets den besten Mist. Eins gilt im Westen wie im Osten. Frieden ist Krieg, der woanders ist. Die weite Welt ist herrlich eng geworden. Und Basra und der Golf waren ziemlich nah. Ein paar Stunden weit und gab es dort ein Morden. Dann waren wir hier und die waren kaum mehr da. Der Mensch ist eben nicht gemacht zum Schreien, wenn einer blutet. Und das ist nicht er. Drum kann ich mich an meinem Handel freuen und trotzdem tun, als ob jetzt Frieden wäre. Ich komme allemal auf meine Kosten. Kleinvieh macht doch stets den besten Mist. Eins gilt im Westen wie im Osten. Frieden ist Krieg, der woanders ist. Ich nehme was mit, wenn Sie was handeln wollen. Für 10% nehme ich es in Kommission. Es lässt doch stets, wo wer den Rubel rollen, den Dollar auch. Das Weitere findet sich schon. Ach, was wären wir alle ohne die Exoten? Die nehmen uns den Schrott und Tenef ab und sorgen, dass der Weltumsatz an Toten nie einen ungesunden Einbruch hat. Ach, ich komme allemal auf meine Kosten. Ja, Kleinvieh macht doch stets den besten Mist. Eins gilt im Westen wie im Osten. Frieden ist Krieg, der woanders ist. Ich komme mit Giftgas und mit Leoparden, mit euren Knarren und mit Laserbeams, mit rostigen Hellebarden für die Garden und Zielflugrechner für Raketenteams. Von 100 Toten können 1000 leben, seien Sie stille, wir sind alle mit dabei. Es gab stets Krieg, es wird stets Kriege geben, damit bei uns zufriedener Frieden sei. Ich komme allemal auf meine Kosten. Kleinvieh macht doch stets den besten Mist. Eins gilt im Westen wie im Osten. Frieden ist Krieg, der aber ganz woanders ist. Ich werde Sie am 31. Dezember 1999 fragen, ob Sie sich erinnern können, was geschehen war am 4. September 1988. Erinnern Sie sich noch? 4. September ist gar nicht so lang her. Der 4. September 1988, Sie werden gleich drauf kommen, da forderte Herbert Hupka das deutsche Fernsehen auf, es möchte doch das deutsche Wetter wieder in den Grenzen von 1937 zeigen. Sehen Sie, jetzt erinnern Sie sich. Ne? Da hing so ein Tief über der Bundesrepublik. Und es hing auch über der DDR und über Polen und über den westlichen Teil von Russland. Es muss auch ein bisschen über dem Hirn von Herbert Hupka gehangen haben. Denn er bestand darauf, dass es sich nur um ein unter polnischer Verwaltung stehendes Tief handle und eine russisch verwaltete Bewölkung. Es hätte ihm zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar sein müssen, dass es sich ja nicht nur um die gesamte ostdeutsche Bevölkerung handelt, die zu uns rein will, sondern die ostdeutsche Bevölkerung. Also ich wusste nicht, wohin mit mir. Wenn Sie sich erinnern, im Sommer hat der Kanzler sich in Moskau hingestellt und hat gesagt, ich hole meine Deutschen auf die Sonnenseite. Also wissen Sie, wer sind wir denn? Ne? Bin ich seine Deutsche? Ja, bin ich ein besitzanzeigendes Fürwort des Kanzlers?
Und die sind sich ja nicht einmal in der CDU einig, jetzt durch die Republikaner schon überhaupt nicht, sind ja völlig durcheinander mit den Aussiedlern und so. Der Lummer, können Sie sich erinnern, dieser Kleine, immer so vorneweg mit der Schnitz, also der so. Die Kleinen sind ja immer so keck. Also der Lummer hat schon vor ein paar Monaten hat er gesagt, Moment, sind das denn alles richtige Arier, richtige Deutsche? Natürlich sind das richtige Deutsche. Aber nur solange sie drüben bleiben. Da hat man jahrelang gerufen, lasst die Deutschen rein nach Deutschland und nun dies. Sie dürfen. Die Wetterkarte von 1937 drängt mit Macht gen Westen. Und der Kanzler hat auch noch gesagt, wir sollen sie herzlich empfangen. Ne? Also so herzlich, wie wir empfangen wurden damals 1945, wie sagen wir, die Ostpreußen in Niederbayern oder die Sudetendeutschen in Schwaben. Also richtig herzlich. Also so gesehen können die Aussiedler das Kanzlerwort ja nur als Drohung empfinden. Ja. Aber es ist ja wirklich ein bisschen zu viel verlangt, auf was wir alles aufpassen müssen und was wir für Katastrophen unentwegt im Auge behalten sollen. Die Luft und das Wasser und die Chemie und die sterbenden Wälder und den letzten Frosch und den Kanzler. Und man ist ja, ach, hören Sie auf, man ist ja nur begrenzt mitleidsfähig. Ich hoffe, Sie merken die Gänsefüßchen, die ich spreche. Nicht, dass es mir plötzlich so ergeht wie dem armen Herrn Jenninger. Ja. Wer isst schon gern ein Faszinosum? Moment, ich muss mir was notieren, das darf ich nicht vergessen in der Silvesternacht. Erinnert mich, falls ich das vergessen sollte. Friede Springer, das ist die Witwe von Axel Cäsar, die hat gesagt, die Gänsefüßchen sind das Lebenswerk meines Mannes. Nun ja, ein Jahrhundertausspruch, nicht? Aber gut, lassen wir sie alle rein, die Wolhynien Russen und die Polen und die Wolhynien Deutschen und die Polen und die Rumänen und Tschechen, was will rein, Bulgaren, der Jaruzelski, wenn er will, und der Walesa auch und ja, sie haben nur das, wissen Sie, was mich so bekümmert ist, sie tun so kein bisschen was für unseren Lifestyle. Ne? Wir sagen doch ohne jede Hemmung, sagen wir, also ich war heute beim Italiener essen. Aber würden Sie sagen, ich habe heute um 7 einen Tisch beim Sibirier bestellt? Oder ich sage, ja, ich trage was von Komma. Nicht? Könnte ich doch sagen, aber ich fahre voll ab auf schlesische Fummel, würde ich nicht sagen. Und bitte, also schön alles rein, nehmt Platz, Stühle kommen gleich. Ja, vielleicht kriegen wir auch die Container aus Armenien wieder. Also, aber bitte, wenn die alle da sind, jetzt frage ich Sie mal allen Ernstes, jetzt bitte mal ernst, ja? Was wird dann aus unseren Türken? Können zum Teil perfekt Deutsch. Manche sogar Dialekt. Ich habe gestern noch zu Ali gesagt, der sitzt unten in der Tiefgarage. Ali, habe ich gesagt, was sind wir froh, dass Sie wieder da sind. Aber Ihre Urlaubsvertretung, dieser Herr Dobrzowolski. Eine Katastrophe, kein Wort Deutsch. Und dann ist er auch noch frech geworden, dieser sogenannte Aussiedler. Ali hat sich so gefreut, dass ich ihm das gesagt habe. Ja. Wir lassen auf unseren Ali nichts kommen. Verzeihung, auf unseren Herrn Üzügür. Aber ist Ihnen aufgefallen, wie viele Deutsche jetzt im Sommer in die Türkei fliegen immer? Doch, Türkei ist in. Schönhuber hat ein Haus da. Er darf sich zwar dort nicht zeigen jetzt, aber er hat ein Haus. Jetzt habe ich noch eine Bitte an Sie, dass... Bitte helfen Sie mir dabei, das ist so schwierig für mich und es ist auch so verantwortungsvoll. Ich muss das aber entscheiden und allein will ich das nicht machen. Helfen Sie mir. Wen lassen wir rein? Hm? Was glauben Sie? Vietnamesen? Die ersten, die kamen, waren herzig. Ne? So klein waren die.
Boat People hießen die, ne? Ja, der Hasselmann hat sie mitgebracht, die ersten. Jetzt treibt er selbst Kiel oben. So, Afghanen, was meinen Sie dazu? Müssen wir, nicht die Hunde, nein, kommen Sie. Lassen wir gelten mit Prädikat wertvoll. Iraner und Iraker haben wir nicht sehr viele, ne? Aber und wenn sind's Ärzte. Irgendwer muss ja auch Sonntagsdienst machen. Ist Ihnen das aufgefallen, ja? Kaum kommt man, wenn man mal ins Krankenhaus muss, dann sollte immer nur ausländische Ärzte. Also, sowjetische Dissidenten, Zurückmarsch, Marsch, ne? Doch, nicht einmal die Welt am Sonntag druckt die mehr. Das will was heißen, hören Sie. Exilanten aus Nicaragua, was machen wir? Nee, brauchen Sie gar nicht zu überlegen. Die müssen wir reinlassen. Und da noch dazu einen Satz auswendig lernen. Unser Kampf, nein, euer Kampf gegen das Regime hat unsere volle Unterstützung oder etwas in dieser. Nur eine Hinterlassenschaft von Richard Byrd an uns. Aber jetzt überlegen Sie mal, ganz ehrlich, ob ich das machen soll oder nicht. Ich könnte vielleicht in dieser Silvesternacht auch visionär sein. Meinen Sie, Böllerschüsse sind ja da und Freudenfeuer und Tanz auf allen Straßen und Musik und so, wegen der Jahrtausendfeier und nicht wegen der Wiedervereinigung, aber wegen des Jahrhundertvertrages, ja, doch diese ungeheuren Reiseerleichterungen von hin und her und her und hin, also mehr her als hin und von Flensburg bis Berchtesgaden schallt ein Schrei durch unser Land. Was wollen die Brüder eigentlich alle hier? Erklärt mir ruhig, es sei der Mühe nicht wert. Das Heer der Lemminge beim Marsch durch die Natur hat sich um Worte nie geschert. Ihr habt völlig recht, der Mensch ist viel zu schlecht für so viel Hoffnung. Nur ich brauche das. Ich könnte nicht existieren, ohne die Fehler, die ich sehe, zu reklamieren. Und wirklich nicht, um andere aufzuregen. Nein, meinetwegen, ja. Es tut mir leid, ihr alten Götter grabt euch ein. Ich selbst bin eigentlich noch nicht dazu bereit. Ich werde weiter schreien. Hocken wir nicht blöde da. Glotzen wir nicht blöde hin. Tun wir was. Tun wir endlich was. Anstatt uns Ablass zu erkaufen, uns besaufen an der Götterdämmerung und Lust am Untergang und Götterdämmerung und Lust am Untergang und Götterdämmerung und jetzt gibt es einen Foul im Strafraum. Moment. Und das kann nur bedeuten, 11 Meter für den deutschen Meister. So hat Kai. Es auch Herr Neuner, der Unparteiische, gesehen. Nach diesem Foul von Peter Jakisch, der vorher schon die gelbe Karte gesehen hatte. Nun kann also der SV Werder alles klar machen. Er hat die Fliege gar nicht gesucht. Sportschau hat er gesehen. Braucht jemand 2 Karten für die Götterdämmerung? So eine lange Oper, sie käme noch zurecht. Aber was wollen Sie zum Applaudieren ins Opernhaus? Klatschen könnten Sie auch hier.